Entschuldigung. Das ist ja gar nicht gruselig. Wir haben das anders. Hey, geht von den Wippen runter! Ihr Narren! Und gleich macht der Fischstäbchen aus ihm. Ich kann nicht hinsehen. Ist der gruselige Teil jetzt vorbei? Warte, ich linse mal. Ich werde dich nie verlassen, Renate. Lebe wohl, Margarete! Der Angst! Oh, mal zusammen! Entschuldigen Sie vielmals. Nun sollen diese Schwachmatenflossen mal einen echten Angler der Angst kennenlernen. Gleich wird es richtig gut. Hallo? Ist da jemand? Was ist das? Was, mir steckt was in der... Oh, hey, Moment mal. Oh ja, genau da. Noch ein klein wenig nach links. Oh ja, klasse, genau da. Hat ihn! Der Angler der Angst! Vielleicht war das ja doch nicht so eine gute Idee. SpongeBob! Schnell, du musst aufwachen! Er ist hier! Wer ist hier? Warte, ich mach Licht. Dein Gesicht! So. So, und wer ist jetzt hier? Keine Ahnung, ist jemand hier? Hast du gesagt? Ach so, ja, der Angler der Angst ist hier. Der Angler der Angst? Er hat mich schon an der Angel! Der Angler der Angst! Hör dir diese Seegurken an. Was für ein Haufen jämmerlicher Fischleich. Ich sollte es jetzt gut sein lassen, aber es macht einfach zu viel Spaß. Ha, das ist schon fast zu einfach. Schön die Tür verrammeln. Gar keine echte Herausforderung. Ist das alles? Wie wär's damit? Nicht, Gary! Hält ihn das auf? Weiß nicht, hoffentlich. Vielleicht geht er ja wieder weg, wenn wir nicht hinsehen. Oh ja, so wie bei dem Film. Ich bin der tödliche Angler der Angst. Das ist wohl das Ende, alter Freund. Ich will aber nicht in meiner Unterhose sterben. Hier. Stirb in meiner. Hey, gute Idee. Lass uns tauschen, bitteschön. Danke und bitte. Wo waren wir? Ach so, ja. Jetzt macht ihr gleich Fischstäbchen aus uns! Der Angler frisst Thaddäus auf. Nicht unseren bestesten Freund. Wir müssen ihn retten. Also, ich sag den Spielzug an. Du gehst auf jeden Fall steil. Und ab! Ich mache mir fertig, Angler der Angst! Nur keine Angst. Wir holen dich aus dem Monster raus. Da, wir flüchten durch das Fenster. Gut, ich glaube, das sollte genug sein. Ich bringe euch um alle beide. Kein Grund, uns zu danken. Wir haben nur getan, was jeder für einen bestesten Freund machen würde. Na, wenigstens sind wir endlich dieses Monster los. Ja, schön, mein Junge.
jetzt komm runter und mach dich an die Arbeit und ich zieh dir die Sauerei hier vom Lohn ab. SpongeBob? Och, ich glaube, ich bleib noch eine Weile hier. Das Wetter ist doch gerade so schön. Jetzt erzähl keinen Unsinn. Steig einfach wieder runter. Los. Nö, ich bleib hier. SpongeBob, komm sofort runter. Das ist ein Befehl. Bleiben Sie ruhig. Ich hol ihn mit meiner neuesten Erfindung runter. Liftomatstiefel. Ich drücke diesen Knopf und schon... Gut, hat sonst noch jemand eine Idee? Alles wird gut, ich hol ihn! Ja! Sag mal, mein Freund, was machst du denn in so einer Höhe? Na los, klettern wir wieder runter. Oh, du geh doch schon mal voraus, ja? Ich kann das nicht. Es geht zu tief runter. Bloß keine Panik. Dein alter Kumpel Patrick hat eine Idee, wie wir dich runterbekommen. Wirklich? Na klar. Tu einfach nur das, was ich auch tu. Hm? Ah! Aua! Nicht so ungut, aber ich bleib lieber hier oben. Ich will einen Krabbenburger! Und zwar ziemlich zügig! Sonst geht's langsam hier ruhig, ja? Wir können uns doch sicher irgendwie einigen. Und zwar ohne Gewalt oder Geld zurück. Hey, seht mal, Patrick, den Krabbenburger! Kalt, ich habe für warmes Essen bezahlt. Aber vielleicht bekommen wir sie ja da oben wärmer. Rauf auch da! Boah, ich mache das ein bisschen Platz hier. Das hast du wunderbar gemacht, Minion. Ja, ist ja sicher ganz nett, aber jetzt sind wir nicht mehr draußen und das finde ich so ein bisschen öde. Warten Sie! Hier langweilt sich keiner, wenn wir erst alle tanzen! Hurra! Wir sind ja gar nicht mehr auf dem Dach. Ich fasse es immer noch nicht, dass Sie mich dazu überredet haben. Nun hör mal auf mit der Nörgelei, Herr Thaddäus. Mit Catering kannst du dir wunderbar ein bisschen Geld dazu verdienen. Und ich jede Menge Geld. Fällt dir was ein dazu? Und, wie war das? Perfekt, so, und jetzt los mit dir. Die anderen Kinder wollen auch was zu essen. Die sind doch alle solche Bazillenschleudern. Ja, natürlich sind das Bazillenschleudern. Es sind halt Kinder. Warum trage ich wohl diesen Ganzkörper-Latex-Schutzanzug? Na schön, ich stürze mich in die Schlacht. Hör auf damit, du Essenverseucher! Such dir einen raus! Yeah, hey! Ich bin infiziert worden! Hey, Kinder! Ich bin... Ich bin
bezahle ich nicht dafür, Verstecken zu spielen. Diese Kinder wollen unterhalten werden. Jetzt runter da! Ich möchte so ein Luftballontier haben. Was ist das denn? Ein Felsen. Oh, wow. Ah. Okay, du Geburtstagskind. Jetzt geht's mit Schwung an die Piñata. Hau nicht den netten Mr. Krabs. Du willst doch die Piñata treffen, Junge. Hm? Mein Bargeld! Findest du denn, dass ich wie eine Piñata aussehe, Junge? Ja! Hm? Auf ihn! Springt höher! Auf geht's! Oh, vergiss bitte nicht, vor dem Hüpfen die Schuhe auszuziehen. Und hier verschwinden. Diese Kinder sind eine Wasserplage. Die haben mir den Kopf abgerissen. Vielleicht sollten wir wirklich abhauen, Mr. Krabs. Ich will meinen Geburtstagskuchen! Ah! Kuchen! 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 Los, kommt, Männer, verduften wir! Gut, dass er zufällig unsere Karten gefunden hat. Ja, dummer Zufall. Ich meine, guter Zufall. Sehr guter Zufall. Da ist sie ja. Die Schlange ist aber verdammt lang. Wie wär's denn, wenn wir erst einmal auf so einem blöden Kinderkarussell fahren? Gute Idee. Und hinterher ist die Faust des Schmerzes noch viel cooler. Genau. Zu glauben, dass manche Leute Angst haben, auf einer Achterbahn zu fahren. Ja, nur kleine Babys haben doch Angst davor, auf einer Achterbahn zu... Guck doch mal, wer da ist, Patrick. Der Handschuh-Heini. Stell dich mal zu ihm, dann mache ich ein Bild von euch. Noch ein Stück näher, Patrick. Na los, noch einen Schritt näher. Sehr gut, noch ein kleines Stück. Und jetzt halt seinen Daumen und lach mal ein bisschen. Und wie sehe ich aus? Wow, ein echtes Starfoto. Das Fäustchen. Ich meinte das Fäustchen. Das Ding ist doch was für Babys. Ja, probieren wir doch mal aus, wie Babys sich amüsieren. Wohl zu viel für den kleinen Hosenscheißer. Warnung, die Fahrt verursacht eventuell Heulen, Schreien, stoßartiges Erbrechen, Amnesie, Gerätenverlust, unangenehme Unfälle, Blähungen und explosive Durchfallattacken. Ist das alles? Was für eine Lachnummer, die Hälfte davon hatte ich schon heute Morgen. Letzter Aufruf für die flammende Faust des Schmerzes. Ja, dann wollen wir mal. Ja. Na dann los. Ja, gerne. Zur flammenden Faust des Schmerzes. Ich folge dir. Wir haben's geschafft. Ja. Bitte auf gar keinen Fall die Arme und Beine während der Fahrt raushalten. Spaß. Wenn Sie hier bitte noch unterzeichnen, dass die Handschuhwelt nicht haftet, wenn es Ihnen die Rückengräte rausfetzt. Auf nimmer Wiedersehen dann. Start in 10. Okay, jetzt gibt es kein Zurück mehr. 9. 8. Wir tun es wirklich. 7. 6. Wir sind keine Angstweichtiere. 5. 4. Und keine Kreischebabys. 3. 2. Wir sind bereit. Ja! Wir haben leider technische Schwierigkeiten. Mann, diese Billigkonstruktion fällt dauernd aus. Tut mir leid, Jungs. Dann beim nächsten Mal. Ja.
Kumpel, ich muss dir was gestehen. Ich habe den totalen Horror gehabt, hier mitzufahren. Den hatte ich auch. Aber ich habe mich nicht getraut, es dir zu sagen, weil ich dich nicht enttäuschen wollte. Und ich wollte auch nicht, dass du von mir enttäuscht bist. Aber jetzt brauchen wir unsere Angst nicht mehr ins Auge zu blicken, denn das Ding ist kaputt. Klasse. Sekunde noch. Gleich geht's wieder. Ah. Viel Spaß. Ah. Patrick, ich will aber meine Angst nicht ins Auge blicken. Davor habe ich nämlich Angst. Lebe wohl, Patrick. Leb wohl, SpongeBob. Ja! Die Fahrt ist vorbei. Wir haben es geschafft. Wir haben unsere Angst gezwungen. Wir haben aufgehört zu heulen. Wir haben die Post des Schmerzes überlebt. Hey, noch nicht wegrennen. Die gehören euch. Unsere Rückengräten. Danke. Bist du bereit für die nächste Runde? Na klar. Die Luft ist rein. Los, schieb an. Drück mich hier durch. Feste. Ja. Ja. Weiter drücken, na los! Ja. Oh. Ja. Okay, jetzt bist du dran, gib mir deine Hand. So ein braver Junge. Wollen wir mal sehen, wie flexibel er ist. Danke, Kumpel. So, wir haben es geschafft. Ja! Oh, das ist sowas von abgefahren. Und nichts kann uns das verderben. Patrick, bist du das? Was? Ich sagte, bist du das? Ich kann dich nicht hören, es ist so dunkel hier drin. Dann aktiviere ich meine Nachtsicht. Du kannst nachtsichten? Da. Ja. Wie lange kannst du das schon? Na, ich hatte doch mal eine Taschenlampe im Ohr stecken. Ach ja. Und die ist wohl irgendwie ins Hirn gerutscht. Weil verstreckt, die Batterien sind leer. Ah, es ist so dunkel hier, ich habe Angst. Bleib ganz ruhig. Irgendwo muss ein Lichtschalter sein. Darf ich wieder runter? Ja, sicher, mein Freund. Das sollten wir mal versuchen. Ich lass dich runter und dann finden wir diesen Lichtschalter. Und dann wird alles wieder wunderbar hell und schön sein. Ja. Sieh dich doch mal um. Wir sind umzingelt! Von Spielzeug? Es will uns an den Kragen. Wollen wir uns für den Rest unseres Lebens hier versteckt halten? Nein. Wollen wir wieder aufs Damenklo gehen? Nein, wir schlagen jetzt zurück und wir werden die Schlacht gewinnen. Es hat Spaß gemacht. Als nächstes verkleiden wir uns als Märchenprinzessinnen. Bist du bereit? Zeigen wir es ihm. Ah!
hatten wir eine schöne Zeit, mein Freund. Das wundert mich nicht, die habe ich mit mir immer. Mach das bloß nicht. Was denn? Das Spielzeugfass ist nun für die Kundschaft geöffnet. Hier drin erwartet euch mehr Spaß, als ihr euch vorstellen könnt. Meine Augen! Mit Neptun als meinem Zeugen wünsche ich dir, dass du nie vor dem teuflischen Abgrund des Grauens stehen musst, der in diesem Ladengeschäft lauert. Hier ist geöffnet! Ich liebe Spielzeug! Wenn es nichts zu essen gibt, warum sind wir dann hier? Ganz einfach, mein fünfzackiger Freund. Heute Nacht stellen wir den Kontakt zu den Nichtlebenden her. Durch die Abhaltung einer Seance. Dürfen wir dann die Einrichtung aufessen? Nein. Als Verbindung zu der Geisterwelt eröffne ich hiermit dieses Jahrs. Ich rufe den Geist von Rostbert Ricken, indem ich den heiligen Text verlese. Destillierter Essig, Wasser, Senfsamen erste Wahl, Salz, Kurkuma, Paprika, natürliche Aromastoffe. Und nun rufe ich den Geist von Rostbert Ricken. Und gleichermaßen rufe ich auch den Geist von Rostberts Rippchen. Rostberts Rippchen. Nur wo ist Rostbert? Rostbert Ricken. Ein fetter Geist. Ich dachte, wir würden ein fettes Stück Fleisch beschwören. Ich verschwende. Ich hole Hilfe, mein Freund. Nur weg von diesem Ekelpaket. Für ihn ist Ekelpaket ein Kosename. Also gut, lassen wir diesen Hokuspokus. Machen wir uns an die Arbeit. Und Rostbert? Rückst du das Rezept für den rostigen Roggenknacker raus? Du brauchst ein großes Stück Holz und Teller und Spachtelmeiche und batsch, ehrlich. Das war krudes Kauderwelsch. Ich weiß was. Schreib das Rezept für deine klassische Nummer 9 doch einfach auf. Gib rüber. Natürlich, du bist ja ein Geist. Und wenn du es mir einfach zeigen würdest? Komm her zu mir. Wow! Mein lieber Geist, echt profimäßig. Aber wo ist das Sandwichbrot, die Soßen, der Aufschnitt? So was gibt's hier nicht. Ein aus Treibholz geschnitztes Roggensandwich? Mamma mia! Spachtelmasse? Schellack? Nun, mach mal rein. Du meinst, ich soll probieren? Natürlich! Was darum du? Okay. Riecht industriell. Tja, für Kenner ist das sicher großartig. Ist das nicht... Ja, das ist ein rostiger Robbenknacker. Meine Herren, raus mit euch. Die Nummer 9 ist wieder da. Hoffentlich hast du einen guten Grund, mich um diese Zeit aus dem Bett zu holen. Ah!
Ist das Grund genug? Oh. Mr. Krabs! Patrick! Hilfe! Tut mir leid, mein Lieber, aber so wie das hier aussieht, muss ich gleich wieder wegrennen. Nur habe ich leider keinen Plan, wohin, also renne ich einfach um das Haus rum. Ah! Ah! Offensichtlich hat hier wohl ein gewisser dusseliger Schwamm den Kontakt zur Geisterwelt gesucht. Na schön, ihr rumspukende Rasselbande. Dann muss wohl der Boss persönlich den Mob schwingen. Schlagkampf! Euch dahin, wo ihr herkommt. Ach, Mr. Krabs. Du hältst keine Seance mehr ab, Minion, ohne dass ich es dir erlaube. Denn Geister sind wie Verwandte. Wenn man sie einmal reinlässt, verschwinden sie nie mehr. Ich komme gleich, Wurmi. Ich auch. Und dann spielen wir Verstecken und dann malen wir und dann bauen wir ein Kartenhaus. Wie wär's mit Fang den Fisch? Wir sind da, Wurmi. Wurmi! 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 Wo ist Wurmi? Was ist das für ein Ding? Er muss doch hier drin sein. Oh. Ich glaube, mit Wurmi ist irgendwas Übles passiert. Er hat seinen besten Freund Orden dagelassen. Da! Was ist das bloß? Weiß ich auch nicht. Aber egal, was es ist, das Untier hat Wurmi gefressen! Warum passiert mir sowas immer wieder? Los, Patrick, wir müssen schleunigst hier raus! Oh mein. Nein, das gibt es nicht! Der versperrt uns den Fluchtweg! Und was machen wir nun? Wir sind hier gefangen mit diesem besten Freundfresser. Nur keine Panik, wir müssen zusammenhalten. Vergiss nicht, wir sind 2 gegen 1. Stimmt's, Patrick? Patrick! Ah! Er hat Patrick gefressen! Patrick, du lebst! Ach, wirklich? Wir können dieses schreckliche Monster nicht in Sandys Kuppel lassen, sonst frisst es ihre anderen Haustiere auch noch. Sonst frisst es ihre anderen Haustiere auch noch? Ja, oder es frisst Sandy. Wir müssen das Ding hier rausschaffen. Das soll also das Gruselmonster sein, hä? Monster! Oh, es sieht ganz harmlos aus. Ja, richtig putzig. Es erinnert mich an Geld. Monsterchen! Thaddäus? Mr. Krabs? Ja! Es hat sie gefressen und da flieht es! Erst unseren Wurmi, dann Thaddäus und Mr. Krabs. Dieses Flattermonster hat 3 Freunde zu viel gefressen. Die Bürger müssen es wissen, das Grauen bedroht uns. Das Schicksal von Bikini Bottom liegt in unseren Händen. An die Front! Ei, ei, Captain! Also pass auf, das ist eine sehr heikle Situation. Wir müssen mit viel Fingerspitzengefühl an die Sache rangehen. Kapiert. Schnell, rennt alle weg, das Monster! Rettet euch her! Greift Bikini Bottom an. Reibt er sich weg an! Wir haben's geschafft, mein Freund. Wir haben die Stadt gerettet. Stell dir nur vor, was passiert wäre, wenn wir nicht allen von dem Monster erzählt hätten. Von dem was? Ah! 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 Ah!
sieht aus, als ob hier ein Tornado getobt hätte. Wo sind denn die ganzen Leute? Hallo, Wurmi. Du solltest dich doch erst entpuppen, wenn ich wieder da bin. Schön rein mit dir, mein Kleiner. Howdy, SpongeBob. Sie hat das Monster gefangen. Ich hätte nie gedacht, dass ihr mich so vermisst. Vielleicht sollte ich ein paar Tage wegfahren. Gestörte Ampelanlage. Wer sagt eigentlich, dass meine Aufsichtspflicht endet, nur weil die Glocke läutet? Ich kann dich immer noch nützlich machen. Das ist dein Job für die Aufsichtsperson. Was würde diese Stadt nur ohne dich machen, SpongeBob? Oh, mein Bein! Oh, mein Bein! Auf Streife! Ich bin auf Streife! Oh, oh, ein offenes Fenster! Noch Seegrasauflauf, Schatz? Diese Narren, sie setzen sich völlig unkalkulierbaren Gefahren aus. Ich muss ihnen ihren Leichtsinn vor Augen führen. Durch ein Beispiel. Ich bin der offene Fensterwahnsinnige. Hoffentlich habt ihr eure Lektion jetzt gelernt. Guten Tag, mein Junge. Hallo, Kollegen. Junge, wir suchen den Wahnsinnigen. Hast du diesen Mann gesehen? Oh, der Wahnsinnige! Nehmt ihn bloß fest, nehmt ihn fest! Ganz ruhig, Junge. Das hier ist doch nur eine Zeichnung. Wir zeigen dir jetzt dieses Bild noch einmal. Und du sagst uns, ob du den Typen gesehen hast. Kapiert? Ja. Also dann. Ah, grässlich! Geh nach Hause, Junge. Und nimm das alberne Hörnchen ab. SpongeBob, melde dich, SpongeBob! Antworte! SpongeBob hier, dein Bericht, Patrick. Ich will gar kein Polizist mehr sein. Ich hab Angst. Reiß dich zusammen unter Aufsicht. Ich will nach Hause. Armer Anfänger. Also gut, ich bin gleich bei dir. Beeil dich, SpongeBob. Ich glaube, es wird gleich dunkel. Schalt einfach die Sirene an. Ich bin gleich da. Wo ist der Patrick? An der Kreuzung Korallenallee, Ecke Schneckenstraße. Da bin ich auch. Er ist ganz nah, aber ich kann ihn nicht sehen. Was tut er? Er steht einfach da rum. Bedrohlich! Los, renn weg, SpongeBob! Das ist ein manischer Schrei! Gleich greift er dich an! Weg! Versteck dich hinter dem Haus! Nein, er ist hinter dem Haus! Schnell, versteck dich hinter dem Straßenschild! Nein, halt! Da ist der Wahnsinnige auch gerade! Schnell, unter die Laterne! Nein, halt! Da ist der Aufschild! Mein Unterleben! Wie war das unter Aufsicht? Der Wahnsinnige ist im Briefkasten! Ja! Für einen Wahnsinnigen sieht der Typ ganz gut aus. Moment mal, Patrick. Ich bin der Wahnsinnige. Oh!
Wir werten das als Geständnis. SpongeBob Schwammkopf, da bist du ja. Da passe ich einen Moment lang nicht auf dich auf. Und schon zerstörst du die halbe Stadt. Du solltest dich was schämen. Sie kennen diesen Kerl? Natürlich kenne ich ihn. Ich war doch diejenige, die ihm diese Uniform gegeben hat. Ich bin für das, was er tut, verantwortlich. Oh, oh. Also Jungs, jetzt kommt erst mal runter und sagt mir, was passiert ist. SpongeBob und ich werden von einem grässlichen Ungeheuer verfolgt. Ja, und das will uns auffressen. Oh nein, das glaube ich nicht. Der kleine Kerl hier? Also wirklich, das ist nur eine harmlose Grille. Er ist ein Landlebewesen, so wie ich. Der Kleine wird sich wohl verirrt haben. Der tut euch doch nichts. Ich würde sagen, ich schicke dich mal wieder nach Hause. So, mach's gut. Seht ihr, das war doch nun wirklich kein Grund, gleich so auszuflippen. Ich habe jetzt keine Zeit für euch. Ich muss ins Überlebenstrainingscamp. Ins Überlebenstrainingscamp? Wir beide stehen total auf Camping. Dürfen wir mitkommen? Das ist was ganz anderes, als ihr unter Camping versteht. Ich fahre raus in die Wildnis und als Waffen habe ich nur meine bloßen Hände. Mein schlaues Köpfchen, diese Harpune und 65 Kilo Dynamit. Mir gefällt's hier. Es ist schön geräumig. Und das Beste ist, dass wir die Höhle ganz für uns allein haben. Mäuse, lass uns hier übernachten und morgen gehen wir nach Hause. Nach Hause? Das hier ist euer neues Zuhause. Ihr werdet für immer hier bleiben müssen, genau wie ich. Schön, wenn man Spaß hat. Hey, Patrick. Hey, SpongeBob. Klingt, als ob du Hunger hättest. Na, das kannst du laut sagen. Ich hab so einen Riesenhunger. Ich könnte alles essen. Ich verputz dir sogar einen ganzen Schwamm. Ich wollte doch nur meinen goldenen Schwammkuchen mit ihm teilen. Der hat diese super leckere Cremefüllung. Oh, Mann. Oh, Mann, das riecht aber gut. Was kochst du denn da, SpongeBob? Na was wohl, ich koch dich und ess dich auf. Ja, wieso willst du mich denn essen? Ich weiß genau, was du vorhast, mein Lieber. Du stellst dich dumm, aber das funktioniert nicht. Denn bevor du mich aufisst, esse ich erstmal dich auf. Von wegen, ich esse dich zuerst auf. Nein, das machst du nicht. Wo ist der denn nur? Los, komm raus essen. Du kannst dich doch nicht ewig verstecken. Was ist denn das? Warmes Wasser? Du machst so einen nervösen Eindruck. Da habe ich dir ein Entspannungsbad eingelassen. Ah, danke, Patrick. Ich war wirklich ein wenig durchgedreht, nicht wahr? Hoppala, ich habe die Badekugeln völlig vergessen. Danke, Patrick, du bist echt ein Kumpel. Lustige Badekugeln sind das, die sehen aus wie Karotten. Karotten? Machst du etwa Suppe aus mir? Gar nicht wahr. Das sollte keine Suppe werden, sondern ein Topf. Puh, und müde werde ich auch. Leg dich doch einfach auf dieses kuschelig weiche Bett. Na, das ist doch schön. Und jetzt decke ich dich zu mit dieser kuschelig weichen Decke. Aber was ist schon eine Decke ohne ein wenig Ketchup? Das ist ja gar kein Bett. Warte, komm zurück. Du bist noch nicht richtig abgeschmeckt. Gib mir das Ketchup wieder! Nein! Das war's für dich! Oh nein, das war's für dich! Für dich! Herz,
herzlichen Glückwunsch, Freunde. Ihr habt's geschafft. Was? Ihr habt euch eure Überlebensmedaillen redlich verdient. Nur ein Extrem-Überlebensspezialist geht so weit, seinen eigenen Kumpel zu essen. Was weißt du denn schon über Überlebensspezialisten? Ich bin nicht einfach so ein komischer Kauz. Ich bin Sandy Cheeks, Überlebensspezialistin vom Allerfeinsten. Sandy? Es war kein Unfall, dass ihr aus meinem Jeep gefallen seid. Ich wollte eure Überlebensfähigkeiten testen. Das war Absicht? Ja, und ich freue mich, dass ihr beide bestanden habt. Hier eure Überlebensspezialisten-Medaillen. Hurra!